Wie viele Gestalten kann die Sumpfhexe annehmen? Einige. Kann es zum Golem werden? Sehnt ihr euch nach Gefährten? Wenn es ein Golem werden könnte, würde ich fragen, warum es keiner bleibt. Es ist eine überlegene Daseinsform. Nein, ich kann kein Golem werden. Ich kann die Verwandlung in Tiere erlernen. Das erfolgt aber für jedes Tier einzeln. Und wie erlernt es eine neue Gestalt? Muss es dazu ein Buch lesen? So etwas lernt man nicht aus Büchern. Ihr müsst die Seele einer Kreatur nachbilden. Das verstehe ich nicht. Solltet ihr auch nicht. Stein ist unveränderlich. Belasst es besser dabei. Bleibt sofort stehen, Fremde! An diesem Ort lagern die Dalish. Ich schlage vor, ihr verschwindet, und zwar schnell! Ich bedrohe euch nicht, ich warne euch. Wir haben uns stets selbst verteidigt, wenn es nötig war. Manchmal nehmen auch diejenigen mit den besten Absichten Schaden. Es scheint, als träfe das auf Fremde zu. Ich werde mich also noch ein letztes Mal wiederholen. Geht dahin zurück, wo ihr hergekommen seid, und zwar schnell! Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was könnten wir Dalish mit einer Gruppe wie eurer zu schaffen haben? Ein grauer Wächter? Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Nein, das ist wahr. Vielleicht sollte ich den Hüter selbst entscheiden lassen. Ich schlage vor, dass ihr im Lager eure Hände bei euch behaltet und vergesst nie, dass unsere Pfeile auf euch gerichtet sind. Folgt mir! Ich sehe, wir haben Gäste. Großartig, eine ganze Kolonie. Wer sind diese Fremden, Mithra? Ich habe heute ausgesprochen wenig Geduld und noch weniger Zeit für Außenstehende. Diese hier behauptet, ein grauer Wächter zu sein und möchte mit dem Clan sprechen. Ich hielt es für das Beste, die Entscheidung euch zu überlassen. Das war klug von dir. Marcy Runners, Mithra. Du kannst auf deinen Posten zurückkehren. Manuvenin, Hüter. Gut. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Sethrian, der Hüter dieses Clans. Sein Anführer und Bewahrer unseres alten Wissens. Und wer seid ihr? Ich führe meine Brüder und Schwestern der Dalish. Und aus Respekt hören sie auf mich. Aber ich wüsste noch immer gerne, mit wem ich das Vergnügen habe. Wenn ihr uns von der Verderbnis im Süden berichten wollt, so ist das unnötig. Ich spüre ihre Fäulnis bereits. Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist das leider nicht möglich. Ihr seid sicher wegen des Vertrags hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Das bedarf einer Erklärung. Bitte folgt mir. Unser Clan hat den Brazilianwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil Fereldens betreten. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe auf unsere Ankunft warten würden. Sie haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Viele unserer Krieger liegen im Sterben. Trotz all unserer Magie und Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen, damit sie sich nicht in Bestien verwandeln. Das Böse der Verderbnis muss aufgehalten werden.
aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle des Fluches selbst stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Ich würde niemanden um so etwas bitten. Ihr habt gefragt, nicht wahr? Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreiser. Er ist der Ursprung des Fluchs. Und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme, könnte ich den Fluch vielleicht vernichten. Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich für uns herausgestellt. Ich habe vor einer Woche weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr Wölfe. Ihr müsst wissen, dass er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden Wesen Besitz ergreifen. Aber wenn ihr uns doch helfen könnt, dann wünsche ich euch viel Glück. Dann sucht Meister Verathorn auf. Ich werde ihn anweisen, etwas Ausrüstung für euch beiseite zu legen, die auch die Jäger ver... Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. Aber selbstverständlich. Bitte lasst das sein. Wenn ihr Ausrüstung benötigt, kann euch Meister Verathorn bestimmt helfen. Bitte lügt mich nicht an. Ich finde das äußerst unerfreulich. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Darren Atishan, Fremde. Ich bin Athras. Ich hoffe, die anderen sind nicht zu grob mit euch umgesprungen. Es ist nicht unsere Absicht, einen grauen Wächter zu beleidigen. Wir sind einfach zu sehr in Sorge um unsere Jäger. In solchen Zeiten vergisst man die gebotene Höflichkeit viel zu leicht. Soweit ich weiß, wollt ihr im Brasilienwald nach den Wölfen suchen. Ich würde euch gerne begleiten, aber Zethrian hat es mir verboten. Keiner von uns ist glücklich über die aktuelle Situation. Und ich am allerwenigsten. Aber ich sollte nicht zu viel darüber sprechen. Vor allem nicht mit einer Außenstehenden. Ich nehme an, meine Probleme kümmern euch wenig. Es ist seltsam, so offen mit einer Fremden zu sprechen, aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Meine Frau Danaila und ich haben bei dem Überfall gegen die Werwölfe gekämpft. Sie wurde so schwer verwundet, dass sich der Fluch rasend schnell in ihr ausbreitete. Zethrian hat alles getan, um ihre Schmerzen zu lindern, aber er konnte kaum etwas bewirken. Und obwohl er behauptet, Danaila sei tot, lässt er mich ihren Leichnam nicht sehen. Langsam glaube ich, dass sie zu einem Werwolf geworden ist. Und dass er mich deshalb nicht zu ihr lassen will, damit ich mich nicht auf die Suche nach ihr mache. Und wenn sie ein Werwolf wäre und der Elf sie verfolgt und gefunden hätte, was dann? Süßes, freudiges Wiedersehen? Ich weiß nicht. Vielleicht würde sie mich noch immer als ihre Liebe erkennen. Es ist wahrscheinlicher, dass sie euch vor Liebe auffrisst. Wenn ich nur wüsste, ob Danaila noch lebt oder was mit ihr geschehen ist.
Dann könnte ich Frieden finden. Ich habe ein Amulett, das von unseren Handwerkern angefertigt wurde. Es ist nicht viel, aber ich würde es euch gerne im Tausch für jegliche Neuigkeiten überlassen. Eine Zwergin, oder? Warum bist du nicht ganz weiß, wenn du doch nie die Sonne siehst? Anathera, grauer Wächter. Ich kümmere mich darum. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Was tust du da? Das Holz hat sich komplett verzogen. Hast du es im Regen liegen lassen? Nein, Meister Verathorn. Ich glaube, ich habe es zu stark erhitzt. Ach ja, soweit ich weiß, waren die Umstände seines Todes ziemlich tragisch. Es ist unerfreulich, von solchen Dingen zu sprechen. Diese Elfen und ihre Holzarbeiten, das ist unnatürlich. Warum sollte man Holz verwenden, wenn es doch gutes Metall und Steine gibt? Ihr sprecht wie ein echtes Kind des Steins, mein Freund. Wen nennt ihr hier ein Kind, alter Mann? Meine Taten beschämen mich, Meister Verathorn. Das sollten sie auch. Wenn das so weitergeht, werden wir die Kunst noch ganz vergessen. Wirf dein totes Holz weg und fang von vorne an. Ich unterhalte mich mit unserem Gast. Nun gut, bitte vergebt mir, dass ich abgelenkt war, Fremde. Kann ich etwas für euch tun? Ja, der Hüter hat angekündigt, dass ihr mich danach fragen könntet. Ich habe schon mal einiges zusammengestellt, was auch unsere Jäger verwenden. Wie ich sehe, habt ihr die Truhe mit der Ausrüstung schon gefunden. Seht sie einfach durch und nehmt, was immer ihr dort findet. Falls ihr das nicht schon längst getan habt. Ich bin zwar kein Händler, aber ihr könnt gerne einen Blick auf meine Waren werfen. Vielleicht benötigt ihr ja etwas davon.